Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. Mir ist übrigens nichts eingefallen. Außer vielleicht der Schwertkampf, wo wir eventuell, aber auch nur eventuell, genug Schaden an dem Typen machen würden. Aber weil er uns ja nur zweimal treffen muss, ist das eigentlich auch wieder für den Garten. Oder wir kriegen ihn dazu, dass er hier irgendwo hängen bleibt. Das wäre zwar nicht fair und cheating, aber das ist mir vollkommen egal. Das könnt ihr mir glauben. Es ist mir vollkommen Bockwurst. Weil ich nämlich auf so einen unfairen Mist hier keine Lust habe. Lauf! Ich dachte schon, er kommt hinterher. So, dann komm mal her. Na. Gut, ich treffe ihn. Das reicht mir eigentlich auch schon. So, jetzt wirst du nämlich alle gemacht, ohne dass du was machen kannst. Oh. Ja, sagt er und er... Komm schon. Zack, weg. 400 Erfahrungspunkte. Alles klar, ich habe nicht gemeckert. Ich habe nichts gesagt. Das war Wiedergutmachung genug. So, und ich glaube, der Schlüssel ist für diese Truhe hier. Jupp, ist er. Okay, 30 Gold, Silberkelch, ganz tolle Beute. Dafür, dass wir einen der kleineren Hauptcharaktere hier getötet haben, in diesem Spiel, nichts zu holen. Ist es echt mickrig. Wo kommen wir? Ach so, ja. Wir sind ja über diesen Weg gekommen. Jetzt gehen wir da hinten lang. Da hinten müssten, glaube ich, auch noch ein paar Banditen rumoxidieren. Nichts zu holen. Schauen wir uns da auch nochmal um. Und dann hoffe ich, dass ich bald einen Verkäufer treffe. Bei dem ich das ganze Zeug, was ich jetzt gekriegt habe, auch loswerden kann. Und so. Nee, ich glaube, hier hinten sind doch keine Banditen. Sonst hätten wir jetzt schon welche gesehen. Was hier hinten aber ist, ist eine Mine. In die ich allerdings jetzt noch nicht reingehen werde. Und ich werde euch auch sagen, warum. Weil hier nämlich Untote drin sind, also Skelette und so ein Mist. Und gegen die kommen wir absolut nicht an. Die sind ungefähr so wie die Wache gerade, nur dass die nur einen Schlag brauchen statt zwei. Ja, aber... Worum ich euch jetzt bitten muss, diese Stelle lasse ich gerne aus. Unabsichtlich. Das heißt, wenn ihr seht, dass ich im Spielverlauf sehr weit fortgeschritten bin und Skelette besiegen kann, dann möchte ich, dass ihr mich in den Kommentaren daran erinnert, dass ich hier noch rein muss, damit ich ein paar Erfahrungspunkte bekomme. Ich vergesse das sonst wieder, ich weiß das. So. Wäre ich diese Bitte auch losgeworden und jetzt, was machen wir denn jetzt? Habe ich in der letzten Folge irgendwas gesagt? Ich weiß es nicht. Was hätten wir denn jetzt vor? Ich muss ja irgendwie, ja, die schnaubende Kreatur können wir doch nicht besiegen, es sei denn, wir benutzen einen Eisblockzauber. Lucia können wir noch nicht machen, schwarzes Fell können wir noch nicht machen. Joe, was ist das? Hakon, achso, ja, das können wir auch noch nicht machen. Banditenüberfälle. Wurde vor der Stadt ausgeraubt. Okay. Dragomirs Armbrust können wir auch noch nicht machen, weil diese Gegend zu gut bewacht ist. Informationen für Gerwel. Die können wir uns holen, wenn wir bei Lord Hagen waren, aber dann fängt ja auch schon wieder das neue Kapitel an. Die Vermissten können wir noch nicht machen. Bosbos Bogen können wir noch nicht machen. Wo sind die vermissten Leute? Können wir noch nicht machen. Die Wassermagier. Ja, der Ring des Wassers und das Auge Innos. Warum gehören wir den Ring des Wassers eigentlich immer noch nicht an? Okay. Ja, anscheinend haben wir noch nicht das nötige Maß an Vertrauen erreicht. So, ich nehme mal eine Abkürzung. Ja... Dann würde ich sagen, wir gehen einfach nur noch Monster farmen. Das ist das, was wir jetzt hier noch machen können.
Denn alles andere ergibt sich erst, wenn der Kapitelwechsel vonstatten gegangen ist. So, hier ist auch sehr clever gemacht, liebe Entwickler. Dieser Turm kommt bestimmt mehrere Male im Spiel vor und die haben nicht dran gedacht, dass man hier lieber nicht runtergehen sollte. Oder die haben es mit Absicht gemacht, damit man hier runterfällt. Das wäre natürlich auch möglich. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist speichern. Und dann gehen wir mal ein bisschen jagen, wa? Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass diese Folge wieder eine optionale Folge wird. Das werde ich dann aber im Titel markieren, wenn das wirklich so sein sollte. Wenn jetzt also hier nichts Story-Relevantes passieren sollte. So, mal gucken. Ah, hier haben wir noch eine Quest, glaube ich. Wo ist denn der Typ? Hier ist irgendwo ein Schafhirte. Ach, da vorne ist er. Das ist noch eine schöne, leichte Quest, mit der man sich ein bisschen was verdienen kann. Pepe! Wie geht's dir? Warum stehst du da so rum und isst Fleisch? Das gehört sich doch nicht. Was machst du hier? Schafe hüten. Und wenn es geht, allem Ärger aus dem Weg gehen. Gelingt dir nicht immer was? Nee, vor allem nicht bei den Söldnern. Da bin ich eigentlich froh, draußen auf der Weide zu sein. Obwohl das auch sehr gefährlich sein kann. Okay. Was ist denn auf der Weide so gefährlich? Hier in der Gegend treibt sich ein kleines Rudel von Wölfen herum. In letzter Zeit sind die Mistviecher fast täglich gekommen und haben eins meiner Schafe gefressen. Vor ein paar Tagen hatte ich fast doppelt so viele Schafe. Ich mag gar nicht daran denken, was Una mit mir macht, wenn er es erfährt. Das ist eine blöde Situation, ist richtig. Warum hast du das mit den Wölfen nicht den Söldnern gesagt? Ich dachte, die arbeiten für euch. Ja, ich weiß. Das hätte ich tun sollen. Habe ich aber nicht gemacht, verdammt nochmal. Und jetzt, wo schon so viele Schafe weg sind, habe ich Angst, es überhaupt noch jemandem zu erzählen. Mir hast du es doch gerade erzählt. Das bereue ich auch jetzt schon. Keine Angst. Ich bin vertrauenswürdig. Was, wenn ich die Wölfe töte? Du allein? Das glaube ich nicht. Das würde ich noch eher meinem Leithammel zutrauen. Dann eben nicht. War nur so ein Vorschlag. Ich werde mal zu den Jungs rübergehen und sehen, was die dazu sagen. Warte doch mal. Okay. Du bist der Größte und du wirst es mit 100 Wölfen gleichzeitig aufnehmen können. Kein Problem. Sie lauern meistens zwischen den Bäumen in der Nähe der Weide. Ich glaube, es waren nur 4. Schmatz mich nochmal voll. Jawohl. Ja. Die Wölfe sind hier. Und das sind junge Wölfe. Das ist das Gute daran. Und hier ist nichts in der Nähe, was mir die Erfahrungspunkte streitig machen könnte. Kein Greg oder ähnliches. Ich muss meine Bogenfertigkeit unbedingt verbessern, ey. Hallo, Wolfies. Ich treffe halt nicht. Zieh mal auf den Wolf, der auf dich zukommt. Blödmann. Die Lebensenergie, die ich jetzt verloren habe, war vollkommen unnötig. Weil du wieder nicht machst, was ich dir sage und da so. Da ist nichts zu holen. Ach. Du willst ein Held sein. Kannst ja nicht mehr richtig zuhören. Rostiges Schwert. Ich will auch mal eine richtige Waffe. Was ist das jetzt für ein Bogen hier? Ein Weidenbogen. Ich glaube, sowas haben wir schon, oder? Wir haben das ausgerüstet, glaube ich. Oder? Jagdbogen? Weidenbogen, der ist sogar noch schlechter als der normale Bogen, alles klar. Ich nehme mal an, in dieser Hütte da sind Schafsfelle. Wäre ja logisch. Wenn die Wölfe hier auch so rumasseln. Interessant ist, dass hier auch Wolfsfelle drin sind. Okay, haben die sich gegenseitig zerfleischt? Und ein Schattenläuferfell auch. Was zum Rauchen, perfekt. Und eine Truhe, was ist hier drin? Dazu muss man sagen, diese Beute wäre sehr viel wertvoller, wenn wir jetzt am Anfang des Spiels stünden. Also ganz am Anfang. Was ja auch genau dafür ist. Eigentlich ist es dafür da, dass wir bei den Söldnern einen Eindruck machen und uns bei den Bauern beliebt machen. Da wir das aber nicht müssen, ist das eine reine Spaßquest sozusagen. Oh, da vorne ist wieder so ein
so ein Keiler. Den ich gleich mal ausknipsen werde. Zack. Nun triff doch endlich mal. Ah, da vorne sind Feldräuber. Hallo Irrlicht, du machst mich irre. Ja, sieht man jetzt auch mal, dass man die Dinger auch normal treffen kann. Mit Schwert und so. Das war uns ja beim ersten Versuch nicht vergönnt. Aber die Dinger tun einem wirklich nichts. Sie geben einem nur auf den Keks. Und verhindern, dass man im Kampf den richtigen Fokus erwischt. Was hier ja sowieso eigentlich eine Sache für sich ist. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. So. Die Feldräuber mache ich nachher platt. Und dann gucken wir mal hier hoch. Oh, da ist eine Höhle. Da hier ein Fell des Schatten, eines Schattenläufers war, gehe ich jetzt mal ganz fest davon aus, dass in der Höhle da unten Schattenläufer drin sind. Oder Wölfe. Je nachdem. So, Pepe, ich habe deine Aufgabe erfüllt. Hey! War für mich ja kein Problem mehr. Die Wölfe sind erledigt. Du hast es geschafft? Innos sei Dank. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie ich es Una beibringe, dass mir die ganzen Schafe fehlen. Dieser verdammte Bulko ist an allem schuld. Was hast du über Bulko gesagt? Er ist einer der Söldner. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, die Weide zu bewachen. Aber stattdessen hängt er mit seinem Kumpel Silvio den ganzen Tag bei Thekla in der Küche rum. Dieser Mistkerl ist schuld, wenn ich jetzt wegen der verlorenen Schafe wochenlang keinen Lohn kriege. Ich wünschte, ich könnte ihm wenigstens dafür aufs Maul hauen. Aber gegen den hat keiner eine Chance. Der Typ ist ein Killer. Das würde ich nicht allzu laut sagen. Wie geht's dir und deinen Schafen? Gut. Und den Schafen auch. Das heißt, denen, die noch da sind, geht es gut. Der schmerzt gerne, hm? Kann ich ein Schaf kaufen? Jederzeit. Wenn du den Preis bezahlen kannst. Ein Schaf kostet dich 100 Goldstücke. Wenn du die bezahlst, kannst du dir ein Schaf mitnehmen. Aber du musst es gut behandeln. Natürlich. So ein kleines niedliches Schäfchen kann man doch nicht schlecht behandeln, oder? Gucke da. Schäfchen? Übrigens, die Schafe heißen fast alle Liesel. Ich sage fast alle, weil wenn man genug Schafe gekauft hat, bekommt man wohl eins, das auch mal anders heißt. Das ist so eine Art Easter Egg. Aber ich habe das noch nie geschafft. Ja, jetzt muss ich wieder mit dem Schwert kämpfen. Diese blöden Feldräuber ja resistent gegen Bogenschüsse sind. Moment, aber wir können ja mal probieren. Wir können ja mal probieren, ob die jetzt mittlerweile empfindlich dagegen sind. Das würde mir sehr entgegenkommen. Ah, sie sind empfindlich. Sehr gut. Das macht's mir jetzt viel einfacher. Komm. Das ist sehr schön. Oh, was haben wir denn hier Feines? Spruchrollen. Heilungszauber. Ein Dolch, Lederbeutel, eine blöde Waffe, Breitschwert, was wahrscheinlich wieder ein absolut fantastisches Schnittverhältnis hat zwischen Stärke, die man braucht, und Schaden, den man macht. Kennen wir ja nur mittlerweile. Okay, aber das war fette Beute. Verhältnismäßig. Die Pflanzen nehme ich mir auch noch mit. So, was ist jetzt hier in der Höhle drin? Goblins. Solange es normale Goblins sind, habe ich damit kein Problem. Und? Sind es nur normale Goblins? Sieht so aus. Euch schicke ich in die tiefsten Abgründe der Hölle. Schön, dass es auch mal stimmt, was ich sage. Aber ich denke mal, dass diese Höhle nur der Eingang ist in ein Höhlensystem. Was habe ich gesagt? Da hinten geht's weiter. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Das heißt, hier gibt's wahrscheinlich doch irgendwo wieder einen schwarzen Goblin. Ja, im Kreis laufen bringt selten irgendwas.
Pilze! Hervorragend! Pilze, Pilze, Pilze. Vom Schlösserknacken verstehe ich. Ich muss das unbedingt lernen. Langsam wird's echt peinlich. Nichts. Ich meine, sie sind immerhin kurz davor, ins nächste Kapitel aufzusteigen. So. Da habe ich noch einen Pilz gesehen, aber... Ah! Goblin-Krieger. Der hat eine Rüstung an. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich lade neu. Das war jetzt... Verdammte Axt. Also da sind Goblin-Krieger und schwarze Goblins. Einer hat eine Rüstung an, die anderen haben sowieso schon viel mehr Lebensenergie als normal. Wie kriege ich denn das hier hin? Ah, okay. Die sind ziemlich empfindlich gegen die Feuerpfeile. Das heißt, ich kann sie einigermaßen sicher dezimieren. Haut jetzt endlich ab. Haut jetzt ab. So, zack. Komm, 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 komm. So, und dich hau ich gleich um. Erstmal bleibst du wieder stehen. Sehr gut. Jetzt kann ich dich nämlich in Ruhe beschädigen, kaputt machen, was auch immer. Wenn er nicht so einen Schaden machen würde, Alter. Okay, das war knapp. Das war richtig knapp. Blöder Goblin mit Rüstung. Ja. Aber sieht schon ziemlich cool aus, oder? Ja, was auch immer. Also, dann haben wir jetzt die Goblins hoffentlich alle ausgeräuchert. Kleine Mistviecher, ich hasse sie. Nichts zu holen. Die meisten haben wir hier drin schon gekillt. Ja, die Leichen sind natürlich wieder weggespawnt, ist klar. Was war das eben? Ja, hier ist eine Steintafel wieder mal. Aber wir haben, glaube ich, irgendeine Keule oder sowas. Ja, hier. Stabkeule, wieder total für den Garten. Das grobe Kriegsbeil ist auch total für den Arsch. Auf gut Deutsch gesagt. Man braucht mehr Stärke, als es Schaden macht. Das ist noch sinnfreier wie das andere. War hier eigentlich irgendwo ein Bett? Jetzt mal ganz offen gefragt. War da ein Bett drin? Ich glaube nicht, oder? Scheiße. Ich würde sagen, wir heilen uns erstmal. Wir haben hier zum Glück den größten Teil gesichert in diesem Landstrich. Wir gehen jetzt gleich nochmal hinter das Gebirge weiter. Bis wir dann irgendwann irgendwo rauskommen werden. Wie viel Lernpunkte? Okay, wir haben genug Lernpunkte, um wieder ein bisschen von der Bogenfertigkeit zu lernen. Müssen wir geschickter werden? Ja, müssen wir sowieso, aber... Ja... Wäre schon ganz cool. So, dann pennen wir mal eine Runde. Und dann würde ich sagen, mit dieser Schlafattacke jetzt hier, beende ich diese Folge. Gucke schon mal in die richtige Richtung. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann daran machen, hinter dem Gebirge noch ein bisschen aufzuräumen. Und ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln. Diese Folge ist optional, das werde ich oben in die Videobeschreibung in den Titel schreiben. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, die wird wahrscheinlich auch optional. Also dann, bis zum nächsten Mal, ciao.